Wir sind wieder da. So, Leute, neues Album. Nicht schwimmer. Nach dem Blueprint von Eibrötchen jetzt unheilbar. Los geht's. Ja, okay. Ich fing eigentlich ganz anders mit einem Ziel an, was immer schlimmer wurde, wenn ich in Eibrötchen kam. Mit Zeit wurde es dann schlimmer, das konnte ich nicht verhindern. Nun ging ich mal zum Doktor, der sollte mein Leiden hindern. Ich schilderte die Symptome und sein Blick, der wurde starr, als er mir dann erklärte, wie jetzt meine Lage war. Es ist die Krankheit namens Liebe, an der ich erkrank. Sie sei unheilbar, teils auch tödlich, hat der Fachmann mir gesagt. Niemand kann sich wegzulegen, bei mir ist auf dich. Doch ich kann nicht verstehen, warum ausgerechnet dich. Die Frage war, wie halte ich das, wie geht es mir bald besser? Vielleicht eine Chemotherapie, ich leg mich unter das Messer. Wie gerne würde ich tauschen gegen ein Exem oder Blut im Handkanal, das wäre auch ganz schön. Denn alles war mir lieber als das, was ich jetzt hab. Denn wenn es nicht bald besser wird, bringt sie mich noch ins Grab. Es ist die Krankheit namens Liebe, an der ich erkrank. Sie sei unheilbar, teils auch tödlich, hat der Fachmann mir gesagt. Und niemand kann sich jetzt bewegen, weil es ist auf dich. Doch ich kann nicht verstehen, warum ausgerechnet ich. Der Doktor konnte nicht helfen, darum nahm ich Medizin. Natürlich war es Whisky, das auch passt immerhin. Doch auch konnte er diesmal nicht so viel für mich tun. Nun ließ ich einfach bleiben und auf sich beruhen. Das nächste Mal pass ich besser auf, lass mich nicht infizieren. Denn ich kann's mir nicht leisten, meine Gesundheit zu riskieren. Es ist die Krankheit namens Liebe, an der ich erkrank. Sie sei unheilbar, teils auch tödlich, hat der Fachmann mir gesagt. Mein Leben kann sich hätte regeln, weil er ist auf dich. Doch ich kann nicht verstehen, warum ausgerechnet ich. War ganz gut. Das könnte doch passabel.